Ich möchte Ihnen mal sehr herzlich beim Fotocafé Nummer 49 begrüßen. Es hat heute ein bisschen Probleme mit dem Link gegeben. Wir sind gerade am Umstellen vom Link. Den Link, den ihr heute bekommen habt, der gilt für alle Sendungen in Zukunft bis auf Widerruf. Wir haben manchmal das Problem mit einem korrupten Link. Also da crasht die Link-ID. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Und es kann jetzt sein, dass meine Assistentin den Link im Formular noch nicht ausgetauscht hat, aber ich werde es morgen nochmal checken und das sollte dann ab nächsten Mal behoben sein. Und wenn ihr aber zum Beispiel euch dann auch nicht angemeldet habt, kommt es trotzdem rein, weil die Leute, die immer dabei sind, wenn ihr dann sagt, okay, meldet mich nicht, dann ist kein Problem, weil ihr habt sowieso den Link und die neuen Teilnehmer melden sich dann an, weil ich natürlich schon wissen möchte, wer da bei uns in der Community ist. Wir haben heute wieder ein spannendes Programm. Und zwar, wir beginnen mit einem ganz kurzen Tipp über, wo man Gebrauchgeräte verkaufen kann. Und dann haben wir heute als Gast den Herrn Oberst Thomas Lampersberger, der Pressesprecher von der Militärakademie, mit dem ich letzte Woche den Fotowalk auf der Millag gemacht habe. Und der uns ein bisschen was über Fotografenjobs beim Bundesheer erzählen wird und auch natürlich gemeinsam die Bildbesprechung. Wir haben sehr, sehr tolle Bilder gemacht und ihr habt viel eingeschickt, also wirklich ganz, ganz super. Und dann geht es noch ein bisschen über die Fotowochenenden, heutiges Thema. Und ich bin schon neugierig auf die Photoshop-Challenge. Der Oliver ist in Deutschland, der hat gesagt, er wird sich zuschalten, wird aber nicht gleich von Anfang an dabei sein. Also freue mich schon sehr, hat ein tolles Beispiel vorbereitet. Hat er mal gesagt. So, jetzt werde ich mal meinen Bildschirm freigeben. Und der Bruno war so nett und hat mir da zwei Plattformen geschickt. Also wenn ihr mal eine Kamera verkaufen möchtet, dann könnt ihr hier schauen und da kann man einfach sehen, was die Sachen wert sind. Und Bruno, kannst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie das abläuft, wenn man da was verkauft? Warte, Bruno muss ich jetzt nochmal laut schalten, eine Sekunde. Warte, Bruno, man kann dich noch nicht hören, ich habe die aufs ausgeschaltet. So, warte. So, du musst den Ton einschalten. Schalten. So, und? Passt's? Super, jetzt hören wir die. Und zwar die Also, Frage war, wie läuft es ja. ab mit dem, wenn man Sachen verkaufen möchte? Ja, auf einer der beiden Plattformen, also entweder wir kaufen es oder Zox, die funktionieren eigentlich genauso. Das ist eher Geschmackssache, aber man kann bei beiden nachschauen, dann sieht man da auch ein bisschen die Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind beide ziemlich gleich. Gehst damit drauf und schaust jetzt speziell für unseren Bereich, also die Fotogeräte und Fotosachen hat man dann schön geordnet in die verschiedenen Kameratypen, also Canon, Nikon, was es da alles gibt. Und man muss jetzt nur schauen, ob eben das Objektiv oder die Kamera, das Gerät halt, ob das übrigens bei Handys geht es genauso natürlich, ob dieses Objektiv auch tatsächlich von denen gekauft wird, gegebenenfalls. Selbsterklärend, indem man noch selbst qualifiziert, also ist das jetzt dann sehr gut oder wie neu oder gut oder schlecht, da gibt es die verschiedenen Kriterien und du siehst dann gleich dabei, wird ausgeworfen, was man dafür bekommen würde, wenn man es an die verkauft, also an wir kaufen zum Beispiel eben dann verkauft. Wenn man das will, dann drückst du auf Verkaufen. Und der Rest, wie gesagt, ist dann eh auch erklärend, wie das dann funktioniert. Grundsätzlich ist ganz einfach, du packst das ein. Idealerweise ins Original, in die Original-Karton. Die hebe ich mir immer auf von meinen Fotosachen, weil man weiß eben, wie gesagt, nie, wo man sie dann mal verkaufen will. Und kann man wunderbar verschicken. Und normalerweise ist es dann, der Post, sogar wenn es verschickt wird, in ein paar Tagen in Deutschland. Das sind beide deutsche Firmen sozusagen. Und man schickt es auf, kriegt eigentlich ständig dann auch immer die Mitteilung, ja, wir haben das jetzt bekommen und ist jetzt eingegangen, wird geprüft und alles in allem, sage ich mal, nach 14 Tagen, grundsätzlich vielleicht ja, 20 Tage, je nachdem halt, ist es Geld am Konto. Also es hat eigentlich, ich habe es ein paar Mal gemacht schon, hat wunderbar funktioniert. Ja, sehr gut und vielen Dank für den Tipp. Ja, gerne. Gut, dann würde ich mal ganz kurz den Thomas bitten. Ich schalte mal, dass er den Ton einschaltet und gleich mal zu uns in die Sendung kommt.
Ja, ihr solltet mich jetzt hören. Genau, aber die werden uns jetzt einmal da pinnen. Ich werde vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie es zu dieser tollen Kooperation kam. Der Thomas war bei uns im Jänner beim Lightroom-Kurs und dann sind wir so ins Reden gekommen und er meinte, er wollte nicht einmal gerne auf die Militärakademie kommen. Und ihr wisst ja, dass ich immer ganz interessiert bin an interessanten Themen. Und dann war das relativ schnell ausgeredet. Und der Thomas wird uns vielleicht zu Beginn ein bisschen was erzählen, weil es gibt ja einige Fotografen beim Bundesheer. Da gibt es ja ein paar interessante Dienststellen. Wenn du vielleicht einmal ganz kurz erzählst, was bei euch Interessantes gibt zu arbeiten. Ja, zuerst einmal guten Abend und hallo. Freut mich, einige zu sehen, die letztens bei uns an der Militärakademie waren. Fotografie im Bundesheer. Also die Leitstelle und zentrale Stelle ist die Heeresbildfilmstelle. Die ist in der Stiftskaserne in Wien und besteht aus zwei Referaten. Das eine ist das Referat Video und das zweite ist das Referat Foto. In diesem Referat Foto sind fünf Berufsfotografen und bis zu drei Lehrlinge. Wir sind also eine der wenigen Stellen in Österreich, noch die Fotografie-Lehrlinge ausbildet. Ja, hört man mich eh? Ja, man hört dich super, alles wunderbar. Ja, sehr gut. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr viel, fünf Fotografen und drei Lehrlinge. Ich muss allerdings dazu sagen, ein Fotograf ist einmal permanent abgestellt für den Herrn Bundespräsidenten. Das heißt, die Fotos des Herrn Bundespräsidenten werden durch einen Fotografen des Bundesheers gemacht. Sämtliche Termine des Bundespräsidenten dazu. Ein weiterer Fotograf ist permanent abgestellt an die, in dem Fall jetzt die Frau Bundesminister. Und da gibt es täglich Fotos zu erstellen, sei es nur einfache Handshakes oder Urkundenüberreichungen etc. bis halt zu den großen Veranstaltungen. Und auch der Herr Vizekanzler Kogler wird durch einen Fotografen des Bundesheers begleitet. Wir sind froh, dass die anderen Ministerien aufgekommen sind, dass wir eine Fotostelle haben und die Fotografen von uns anfordern, weil sonst wird es wirklich eng werden. Und dann macht die Heeresbildfilmstelle eben die Highlight-Events des Bundesheers. Also wirklich die großen Veranstaltungen. Die nächste Ebene drunter ist im Bereich des Militärkommandos. Jedes Bundesland hat ein Militärkommando und dort gibt es ebenfalls einen Berufsfotografen. Und das war es jetzt eigentlich offiziell. Weil wir, das muss man offen sagen, immer noch so aufgestellt sind, wie vor den Online-Medienzeiten. Gott sei Dank gibt es aber bei der Truppe, also in jeder Kaserne, engagierte junge Leute, die teilweise Fotografie gelernt haben und das jetzt gern machen, aber vor allem, die sich das selbst angeeignet haben, sei es jetzt durch Teilnahme an Kursen an der Wiener Fotoschule und die einfach hochqualitative Produkte durch Engagement abliefern. Die sitzen nicht auf einem Arbeitsplatz als Fotograf, der macht es halt nebenbei. Und je nachdem, wie viel Wert, Stellenwert der Kommandant der Fotografie beimisst, umso mehr Freizeit gibt er ihm, um dieses Hobby in dem Fall auch beruflich dann auszuüben. Die arbeiten auch alle mit ihren privaten Ausrüstungen, nicht? Also unten auf der untersten Ebene. Die Heeresbildfilmstelle ist top ausgestattet mit dem modernsten Gerät von Canon und Nikon. Auch die Fotoausstattung bei den MIL-Kommanden ist sehr gut. Aber die Truppe, wo die Masse oder Fotos herkommt, die arbeiten alle mit privaten Geräten, sei es von der Kamera über die Objektive bis hin zur Software und dann geht man halt zum Kader, zum Kurs und lässt die Leitung erklären. Du, jetzt noch eine Frage, weil ich nehme an, es gibt ja Instagram-Accounts, wird ja das irgendwie koordiniert, weil ich nehme an, beim Bundesheer ist das relativ streng, da kann nicht jeder posten, was er will, oder? Nein. Das wird durch eine Stelle im Ministerium. Das nennt sich das Webteam. Das Webteam betreibt die ganzen Online-Medien. Also die Homepage, den Facebook-Auftritt, den YouTube-Channel, den Instagram-Account und jetzt ganz neu den TikTok-Auftritt. Und im Grunde, wer mitarbeiten will, darf mitarbeiten. Und dort wird das Ganze dann gesteuert, kontrolliert. Den Oberst Michael Bauer kennt man vielleicht, den Pressesprecher des Bundesheers. Das ist da der Chef von dem Ganzen, der gibt auch für jeden einzelnen Post sein Okay. Und durch ein Team von 4, 5 Leuten wird es dann entsprechend online gestellt. Also was ich vielleicht an der Stelle anmerken möchte,
Schaut sich einmal den YouTube-Kanal an. Es gibt ganz, ganz tolle Analysen, jetzt sei bei dem Ukraine-Krieg. Also da sind wirklich Experten am Wort und es werden relativ komplexe Sachverhalte sehr anschaulich erklärt. Also wer da ein bisschen hinein, weil es manche Sachen genauer wissen möchte, ist da gut aufgehoben. Was ich vielleicht noch von meiner Seite sagen möchte, ich war ja selber als Fotograf im Auslandseinsatz. Ich war ja 10 Monate in Syrien und dann auch längere Zeit in Zypern. Und ich nehme an, bei der KFOR wird es vielleicht noch einen Fotografen geben. Es gibt ja auch im Auslandseinsatz, nehme ich an, gibt es ja auch bei jedem Bataillon, wird es ja auch immer noch Fotografen geben, oder? Ja, die gibt es, aber ebenfalls nur so als Zweitaufgabe. Und je nachdem, wie engagiert derjenige ist, kommen super Fotos heraus oder halt nur Fotos. Ah, ich verstehe. Okay, den Wink verstehe ich. Gut. Dann haben wir jetzt einmal, sage ich mal, ganz einen tollen Überblick bekommen und ich werde jetzt einmal das erste Foto freigeben zur Bildbesprechung. Ich werde einmal ganz kurz meinen Bildschirm freigeben. So, jetzt müssen wir das Richtige suchen. Ja, und was ich noch kurz anmerken kann, zum Bundesheer, zwischen ich als Zivilist bin sogar auch so halb reingerutscht, um da Fotos zu liefern, wie ich damals beim Vortrag gesagt habe. Ist dann auch mit dem Herrn Bauer, über den es läuft. Gut, aber du hast ja sozusagen die Connections dann zum Fliegerhorst aufgebaut im Laufe der Zeit, oder? Das ist ja wieder eine ganz eigene Geschichte, würde ich mal sagen. Genau. Mittlerweile geht es aber auch über die Stelle über den Herrn Bauer. Wenn ich jetzt was brauche, wende ich mich an die oder nach einer zweiten. Und du lieferst, bist quasi ein Zulieferer. Genau, ja. Und dadurch werde ich jetzt gefragt, zum Beispiel letztens haben sie gefragt, ob ich im Sommer mit ihnen wieder was machen will. Und bei ihnen eher teilweise ein Bildmaterial fehlt. Aber ich glaube, das ist einfach so wie bei vielen interessanten Stellen. Es braucht einfach eine gewisse Vertrauensbasis. Und dann arbeitet man natürlich auch sehr gerne mit verschiedensten Leuten zusammen. Ich glaube, das ist so das Thema. Gut, dann. Wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen darf. Ja, bitte. Mit verschiedenen zu arbeiten, das zeigt jetzt auch dieser Fotowalk, der bei uns war. Ihr habt uns plötzlich ganz andere Perspektiven auch gezeigt, die wir gar nicht mehr sehen. Naja. Und die eine oder andere Idee werden wir auf jeden Fall noch kopieren und ebenfalls in diese Richtung Fotos erstellen. Also allein das war für uns schon ein Riesenbenefit, aber aus anderen Augen dieses Gebäude zu sehen. Ich habe jetzt gerade im Chat eine Frage vom Martin, der schreibt, wir hoffen, dass es wieder einmal einen Fotowalk in der Miller gibt. Ja, es gibt am 6.9. einen. Ihr könnt euch auch schon anmelden und ihr werdet es jetzt auch anhand der Fotos sehen. Also das ist wirklich ganz, ganz eine tolle Sache und die Führung hinter die Kulissen ist also jetzt kein leeres, das ist keine leere Versprechung, sondern ihr werdet einfach Dinge sehen, die sehr, sehr interessant sind. Ja. So, das erste Foto ist vom Peter. Da muss eine kleine Überraschung, weil die habe ich nämlich später erst bekommen, der wird dann heute noch einbauen, oder vielleicht hast du eh geschaut. Eine ganz interessante, spannende Perspektive von der Orgel. Was sehr schön ist, es ziehen die Bögen quasi richtig zur Mitte nach oben. Es ist sehr symmetrisch. Und oben auch die Wappen hast du super eingebaut. Also ganz eine spannende, ungewöhnliche Ansicht von der Kirche, von der Rückseite. Also das ist jetzt genauso ein Foto, wie ich gemeint habe. Wir gehen da täglich ein und aus, aber so haben wir das noch nie betrachtet. Also das ist wirklich eine tolle Perspektive. Peter, nimm an, das mit 15 mm gemacht, gell, weil es so schön weitwinkelig ist. Es war mit, ja, ich glaube mit 15 mm, zumindest mit dem Objektiv, ob es jetzt genau 15 mm war, weiß ich nicht. Aber ich habe genau den Ausschnitt genommen, dass ich diese Wappen noch hineinkriege und trotzdem nur die Orgel dominant ist. Aber das ist natürlich durchs Weitwinkeln einfach toll, weil sozusagen das Weitwinkel im Vordergrund, also das, was näher bei der Kamera ist, noch prominenter macht und das gibt der Orgel quasi richtige Wucht, ein Gewicht und oben die Wappen, also die fangen das sozusagen wieder ein, damit sich das nicht irgendwie in der Leere verläuft. Ja, genau. Und schön ist auch die Symmetrie.
Der ist Also unser Vordergrund macht Bill gesund, das ist eh das Sprüchel, das ich Tag und Nacht sage, aber das ist natürlich super. Thomas, vielleicht noch ganz kurz zur Malerei, das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Ja, aus dieser Perspektive hat die Leonore von Portugal die Frau Friedrich des Dritten das gesehen. Das sind einfach Szenen aus der Heiligen Schrift. Und um quasi das, was der Priester während der Heiligen Messe erklärt und sagt, zu visualisieren, wurde eben Mitte des 15. Jahrhunderts hier diese Malerei an dieser Säule angebracht. Und ich glaube, was du mir letztes Mal erzählt hast, sind ja die letzten Originalmalereien, die es in der Kirche noch gibt. Das ist die einzige Säule, jawohl, weil Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Kirche 3 Bombentreffer erhalten. Die Säule im Hintergrund zum Beispiel ist rekonstruiert. Die Säule mit der Malerei ist die einzige Säule. Und was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben hier eine Kathedrale. Wisst ihr, warum das eine Kathedrale ist? Ja. Ja, weil Bischofssitz. Genau, weil es ein Bischofssitz ist, weil es der Sitz vom Militärbischof, habe ich auch nicht gewusst. Achso, vom Militärbischof, okay. Ja. Und es gibt ganz, ganz ein tolles Museum und da habe ich jetzt auch noch ein Foto ausgesucht. Ich glaube, dass das auch noch von Peter ist. Und wir hatten eben dann die Möglichkeit, dort auch im Museum zu fotografieren. Und das war faszinierend, eben dieser dunkle Raum und auch das viele spiegelnde Glas. Peter, hast du da einen Polfilter noch drauf gehabt? Ein bisschen, glaube ich, schon, gell? Da habe ich den Polfilter drauf gehabt, nur das ist das Foto, was du eigentlich austauschen solltest. Da ist der Weißabgleich ein bisschen zu ins Blaue gekommen. Gut, das habe ich dann, das ist kein Problem, das kann ich dann nicht. Ja, es gibt ein Bild, das habe ich da geschickt. Das ist ein bisschen neutraler ist. Die Farben besser, also originalgetreuer wiedergibt mit ein bisschen mehr Weißabgleich ins Gelbe hinein. Ja, aber es schaut trotzdem, finde ich, super aus. Also das macht gar nichts. Jetzt kommt dann einfach diese Ding raus, dieser Kontrast. Das Museum ist überhaupt sehr, sehr sehenswert. Also ja, auch wenn ihr nicht am Fotowalk teilnehmen könnt und einmal in Wiener Neustadt seid, also einfach einmal sich das Museum anzusehen. Es gibt eine ganz, ganz eine tolle Multimedia-Installation. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ab 29. Mai, jeden Sonntag um 16 Uhr, gibt es die Möglichkeit für eine Führung. Ja, jetzt sind wir beim Bruno. Und wir waren am Balkon. Und wem sehen wir da, Thomas? Wer ist das? Das ist der Friedrich III. Das ist derjenige, der die Burg als seine Residenz bestimmt hat und auch die Kirche oder heute Kathedrale hat errichten lassen. Und natürlich auch ganz steil von unten fotografiert. Geht auch natürlich nicht anders, weil man am Balkon steht. Aber man ist da sozusagen einen halben Meter entfernt vom Fuß der Statue. Und kann da natürlich auch die irrsinnig tolle Perspektive nach oben ziehen. Und man sieht eigentlich, dass man den Ding fast nicht sieht. Also man sieht den Zaun, der verschwindet fast. Jetzt schreibt gerade der Oliver, okay, der kommt heute nicht, das macht auch nichts. Gut, also es zieht richtig schön nach oben hinein. Also wirklich eine tolle, tolle Sache. Ja, die Perspektive war ja super von dort aus. Ja. Das ist wirklich toll. Und 14 mm. Ja, gerade bei diesen Sachen ist einfach ein gescheites Weitwinkel ist um und auf. Heute hat mir eine Kundin angerufen und gesagt, ja du, ich habe jetzt meinen Weitwinkel zerstört, jetzt möchte ich mir unbedingt wieder eins kaufen, sage ich, ja du, wenn du nach Hamburg fährst, ohne Weitwinkel, das geht ja gar nicht. Ja, das ist richtig. Ja, das ist jetzt auch eine interessante Geschichte. Die offene Tür, die Kirche reinführt. Wir haben dann heute noch kurz überlegt, ob es noch schön gewesen wäre, das Licht aufzudrehen. Wenn der Oliver da wäre, der hätte uns das Licht dann im Photoshop aufgedreht. Aber sozusagen herzlich willkommen in die Küche, in die Kirche. Die Tür steht offen und ja, da kann man sozusagen, das lädt zum Hineingehen ein. Ganz ein tolles Bild, weil so haben wir das auch noch nie gesehen. Und was mir auch gefällt, links unten jetzt dieser freie Raum,
der lässt doch zu, jetzt noch Text dort hineinzuschreiben. Ich sehe es jetzt aus der Sicht, dass es auf unserer Homepage oder so wo verwendet. Da kann man aber die Zeiten für Gottesdienste oder einen Hinweis auf eine Messe oder so anführen. Also ganz ein tolles Bild, völlig neue Perspektive und gibt noch Raum, um da was hineinzuarbeiten. Du meinst, auf der linken Seite ist aber der super schöne Bereich für Layout, gell? Also so links haben wir einfach riesig viel Platz für Informationen und was auch immer. So. Ja. So, dann kommen wir zur Gabi. Die hat, finde ich, auch ganz, ganz toll fotografiert, diese Ausschnitte. Es ist immer schwierig, sozusagen eine neue Perspektiven zu finden. Und wenn man dann so ins Detail reingeht, das ist, finde ich, immer ganz, ganz eine interessante Sache. Und natürlich die schöne Unschärfe im Vordergrund. Ich nehme an, das ist der heilige Georg, oder? Jetzt hast du mir einen. Nein, Georgskirche wird es vielleicht sein. Aber ja, der steht auf jeden Fall auf dem Altaretabel. Nachdem er seine Füße nicht sieht, dort müsste ein Drache sein, dann ist es der Georg. Ja. Ja. Den Drachen haben wir jetzt gut versteckt in der Unschärfe. Genau. Aber es ist auch immer wichtig vorne, ihr seht eh, diese Unschärfe in dieser tollen Farbe, das waren die Blumen, Gabi, gell? Ja, genau. Na, vor allem auch das Rot links, also von der Säule da, oder, das hat einfach gut zusammengepasst, weil es auch gelb und rot war. Nicht? Und wenn ihr dann zum Beispiel sowas macht, dann könnt ihr ruhig, diese Unschärfe kann 10 cm vor der Kamera sein, also das kann ruhig innerhalb der Naheinstellgrenze sein, denn wenn ihr zum Beispiel Objektiv habt, das nicht so lichtstark ist, das funktioniert dann trotzdem super. Also da braucht sich nichts antun, man muss nur den Fokuspunkt an die richtige Stelle schieben und dann funkt das Ganze schon. Wir haben jetzt noch ein Foto gefunden, das uns besonders gut gefällt. Die Gabi. Ja, das lebt natürlich von der roten Jacke. Ja. Mhm. Weil ansonsten werde ich es eigentlich nicht sagen, okay. Aber mit der roten Jacke natürlich ist es der Knaller. Mhm. Genau. Also das ist... Ja, vor allem da muss man halt auch immer schnell sein, nicht? Weil ich meine, das sind Bilder, die sind nur ein paar Sekunden. Also genau. Alles andere ist ja ewig, nicht? Aber das ist halt immer... Genau. Das ist sozusagen der Moment der Reportage, mhm. Ist das Um und Auf. Also das ist sozusagen... Ganz, ganz wichtig, ja. Also das ist wirklich die Geschichte. Dann kommen wir zu Sieglinde. Die hat uns ein ganz ein tolles Bild geschickt. Also mit dem Schild vorne und was wir uns noch gefragt haben, ob man es eventuell noch symmetrisch fotografieren hätte können. Aber ich glaube, dass es vom Standpunkt her nicht gegangen wäre. Aber wie gemeint, es führt diese mittlere Reihe des Kopfsteinpflasters ja gerade hinaus, ob es vielleicht ausgegangen wäre. Muss man das einmal anschauen, ob es überhaupt ginge. Ja, okay. Aber trotzdem, da, man könnte den Bogen vielleicht ein bisschen noch aufhellen, wir haben jetzt keine Bildbearbeitung gemacht, aber es ist trotzdem, finde ich, schaut sehr, sehr sehr, sehr ansprechend und auch andere Sichtweise. Ja, ein tolles Bild. Was meinst du mit mal symmetrisch? Nein, schau, jetzt werde ich mal geschwind mal ausreichen. Die Ziegeln, ja, verstehe. Aber ich glaube, dass das nicht, aber ich glaube, dass das nicht gegangen wäre, weißt du? Ich glaube, es wäre vom Stand, ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre vom Standpunkt, das ist die Frage. Das habe ich jetzt nicht geachtet. Ja. Aber das ist wir reden jetzt sehr im Millimeterbereich. Gell? Also, das ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Bild. Wir sind jetzt alle im Meckershusen, aber das, bei solchen Dingen ist manchmal die Symmetrie noch wirklich richtig, richtig toll. Ja. Ich glaube, dass der Boden schief ist. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich gar nicht gegangen. Ja. Wir haben dann nur ein Foto von der Schwarzmanderkirche in Innsbruck ist es eigentlich.
Das ist das Original. Das ist das Original von der Kirche hier. Genau. So hätte es ausschauen sollen. Dann ist man aber draufgekommen, dass die Decke nicht stark genug ist. Was wir da vielleicht gesagt haben, wenn ich jetzt das Modell ablichten wollte, dann ist es super. Wenn man vielleicht ein bisschen was von der Kirche hinten noch drauf gehabt hätte, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen eindringlicher, aber man kriegt so auch einen guten Eindruck. Und ja, das Modell steht eben in der Kirche oben drinnen. Mir gefällt da die Spiegelung rechts. Ja, das stört überhaupt nicht. Nein, Gegenteil, die macht es interessant. Ja, weil oft wird dann immer versucht, das alles wegzupolarisieren, aber die Spiegelung kann eben wirklich auch interessant sein. Man weiß dann im ersten Moment gar nicht, was wo ist. Also, das zieht sich auch schön, also ist eine schöne Zentralperspektive, zieht sich schön rein und fokussiert dann quasi auf den Bogen in der Mitte. So, dann haben wir so ein schönes Kerzenbild. Wir haben ein großes Glück gehabt, ist dann noch der Militärpfarrer gekommen und hat dann noch sozusagen auch die Kerze noch entzündet und die Monstranz gebracht. Also wir waren da wirklich Full Service. Ich glaube, das ist vom Uli, oder? Das ist von dir, Uli. Ja, der hört uns gerade nicht. Ja, gell? Und dann haben wir jetzt, finde ich, ein komplett interessantes Bild. Sehr gut. Und zwar die Helligkeit, die nach oben führt. Mhm. Ich nehme an, dass dann nicht mit dem Photoshop das Licht aufgedreht wurde, sondern dass tatsächlich von oben hell runterkam. Und nein, das gibt. Ich habe es ausblitzt oben. Hast du es tatsächlich ausblitzt? Ja. Ja. Mhm. Aber nicht Photoshop, also wieder ein Blitz gemacht. Ja, aber das ist das, was dem Ganzen, was sozusagen jetzt das I-Pünktchen gibt. Das macht uns jetzt irgendwie. Also ich hätte jetzt da das Gefühl, ich muss da raufgehen und schauen, was da oben los ist, was da so schön hell ist. Ja. Also, wenn es nämlich dunkel ist, dann wird es irgendwie komplett absaufen. Mhm. Und dann, also das ist, glaube ich, das, was das Foto wirklich besonders spannend macht. Mhm. Absolut. Da sieht man, mit wie wenig Licht oder mit Blitz geschickt eingesetzt man arbeiten kann. Uli Görn, du hast den Blitz immer abgesetzt. So, ja, außer bei Reportagen setze ich ihn immer ab. Ich habe immer den Transmitter dabei und da kann ich ein oder zwei Blitze damit ansteuern und die Bilder werden einfach, haben einfach eine bessere Struktur. Und du stößt dann den Blitz auf manuell und stößt dann eine geringe Leistung ein oder wie machst du das? Ich blitze einmal und dann schaue ich, was ich verstellen soll. Aber natürlich. Ich bin dreimal aufgegangen und habe mich immer zurückgestellt, ne? Ja, aber du verwendest quasi nicht DTL, sondern du machst einfach einen manuellen Modus und schaust einmal. Ja. Ja, super. Und ich glaube, du hast die Pro-Fotos, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Weil die relativ stark sind. Und vor allem, die geben immer ein Licht. Ja, weil der Akku hält sehr lange. Immer hintereinander Abdruck, habe ich immer nur ein Licht. Ja. Das ist beim anderen Produkten nicht so. Ja, das Problem ist einfach, wenn da kleine Batterien drinnen sind, dann sind die relativ schnell einmal. Ja, das Wiederladen ist einfach der. Ja. So, dann wären wir jetzt da schon beim letzten Bild angekommen. Jetzt hätte ich noch die Treppe ist auch von dir, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Da wollte ich einfach das andere machen, nicht? Ja. Dunkel. Ja, das ist eh, von oben ist hell und unten ist es dunkel. Jetzt hätte ich nur eine Frage an den Jürgen. Hast du noch Fotos hochgeladen? Weil dann schaue ich jetzt schnell, weil dann würde ich noch geschwind einblenden. Weil ich habe dann nämlich nie mehr geschaut bis zum Schluss. Ja. Ah ja, da sind welche. Das ist ja super. Warte, werden wir einfach den Bildschirm freigeben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und werden wir dir noch zeigen, weil das ist ja super, wenn je mehr Fotos hast, desto besser. So. Wo ist Johannes? Aber vor 2 Minuten. Du die Fotos eigentlich sehen, oder? Mhm. Sehr gut. Ja, die Kugeln vorne sind eh berühmt. Ich habe keine Lust mehr. Die haben wir da, wir haben da im Hintergrund drinnen. Wir sind da ein bisschen auf der hellen Seite der Macht, würde ich sagen, oder? Also mein Gefühl ist es ein Ticken zu hell. Ja, absolut. Was sagt der Jürgen? Ja, so ja jetzt.
Das sehe ich, ja. Was du probieren hättest können, die hättest du sicher in der Bildbearbeitung. Ja. Du brauchst eigentlich nur die Gradationskurve ein bisschen nach unten ziehen und dann wird das gehen. Das werden wir vielleicht dann, das werde ich dann vielleicht im Lightroom gleich noch machen. Mhm. Wow. Ja, das ja, da ist mir passiert, beim Preset verwendet. Ja. Ich bin dann nachher drauf gekommen, dass es mir ein bisschen zu warm ist. Also, aber das ist, das, also das ist aber irrsinnig ein schöner, eine schöne Bearbeitung und ein schöner Bildausschnitt. Und wenn das so weich ist, wird meiner Meinung nach das Warme passen. Weil du hast relativ eine geringe Schärfentiefe, das Foto ist insgesamt sehr weich. Also würde mir jetzt der wärmere Farbstich überhaupt nicht stören. Ja. Weil wenn das gestochen scharf wäre von der ersten bis zur letzten Stiege, dann könnte man Kontrast reingeben und könnte man es richtig. Aber in dem Fall finde ich, dass das sehr, sehr angebracht ist. Aber es ist ja interessant, oft sagt man ja, man muss unbedingt mit offener Blende sozusagen, man muss immer mit maximaler Schärfentiefe Architektur fotografieren, aber man sieht, dass eigentlich das nicht unbedingt notwendig ist, wenn man das Bild anschaut. Also, was auch so schön sind, sind die Glasfenster, die drinnen sind. Also, es ist unglaublich. Und auch in dem Fall einfach vorne der unscharfe Luster, hinten der Herrgott in der Schärfe. Also, schöne Spielerei. Da haben wir dann auch lang irgendwie probiert. Natürlich mit so einem Buch im Vordergrund, also mit diesem Liederbuch. Das führt dann also quasi ein bisschen ins Bild rein. Das ist irgendwie ganz witzig, aber ohne Menschen wird das nicht so gut funktionieren. Weil man hat irgendwie die Asymmetrie von den zwei Kanonen und interessanterweise ist alles Ton in Ton. Das ist quasi. Es gibt halt ein paar Grautöne, Gründöne, ein helleres Grau, dann ein bisschen dunkleres Weiß, aber ansonsten ist es komplett ein monochromer Bildstil. Aber das macht es natürlich interessant. Es war ein sehr bedeckter Tag, also es war jetzt nicht sonderlich tolles Licht. Ja, und am Abend hat es dann noch geregnet und natürlich, wenn es dann feucht ist, wenn die Straße spiegelt, ist das natürlich eine coole Geschichte. Super, ja. Der Wasserturm ist vorhin für die blaue Stunde auch, finde ich, eine geniale Sache. Ja, fein. Dann hätten wir ja einmal die Bildbesprechung abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir niemanden vergessen haben. Ich sage einmal Danke an alle, die jetzt Fotos eingeschickt haben. Und ihr seht es profitieren dann eigentlich alle davon und es bringt immer wahnsinnig viel, wenn man Bildbesprechung macht. Und ich habe jetzt als nächstes ein paar kleine Lightroom-Tipps vorbereitet und zwar nicht so spektakuläre Sachen, aber Funktionen, die man normalerweise nicht findet, die immer irgendwo versteckt sind. Und da möchte ich jetzt ein bisschen was zeigen. Ich werde euch dann meinen Bildschirm freigeben. Karl, wenn ich kurz noch unterbrechen darf. Bitte. Das Zeigen der Bilder bei uns auf der Homepage, sprichst du das noch an? Ja, genau. Ich habe jetzt eh schon mit vielen gesprochen. Also wir würden gerne einen Teil dieser Fotos online stellen auf der Homepage von der Militärakademie. Wäre das für jeden okay von den Bildautoren? Ja. Ehrlich. Ja. Fein, weil wenn irgendwer was dagegen hätte, einfach kurz eine Mail schicken, aber ich habe eh schon mit fast alle persönlich gesprochen und ihr werdet natürlich genannt und wir würden das als Blogbeitrag bei uns auf die Homepage stellen und euch verlinken und wenn ihr Instagram oder irgendwas habt, sagt uns das einfach bitte, dann würden wir euch natürlich auch markieren und so weiter. Also es wäre sowieso schön, wenn ihr jetzt auf Instagram postet, dass ihr die Wiener Fotoschule markiert und wenn ihr auf Facebook ein Posting macht, einfach dann mit @WienerFotoschule, weil dann sehen wir das auch und dann können es wir auch teilen. Also wenn ihr auf Facebook irgendwas postet, einfach in Text reinschreiben, @WienerFotoschule, dann sehe ich das
Und wenn ich dann sehe, dass das jemand von uns ist, teile ich das sofort. Und ich bin da immer sehr bemüht, dass man sozusagen so Community-Arbeit leistet. Und es ist natürlich für uns auch ein kleines Dankeschön an den Thomas und an die Militärakademie, die uns eben diesen Fotowalk ermöglicht. Und es ist natürlich auch schön, wenn wir dann sozusagen auch das ein bisschen zurückgeben können. Und ich finde es auch toll, wenn jeder seine Fotos dann auch irgendwo präsentiert sieht. Du Karl, ich habe da, heute noch einen Dropbox-Link für ein paar weitere Fotos geschickt. Die kannst du auch noch reinladen. Mache ich eh, Peter, mache ich. Ja, weil das kann man dann auch verwenden. Ja, sehr gerne, Peter. Das mache ich, aber ich habe heute am Nachmittag noch ein bisschen ein Chaos gehabt und jetzt habe ich dann nicht mehr reingeschaut, aber ich habe gesehen, dass das du geschickt hast, gell? Ja. Ja, super. Dann würde ich jetzt einmal kurz, jetzt muss ich nur mein Lightroom nochmal auf und zu machen, dass der da an der richtigen Stelle ist. Kann man vielleicht da die Google-Fotos verlinken? Inwiefern verlinken Sie, Glinda? Naja, ich weiß nicht, da kann man einen Ordner anlegen und dann kann man sagen, wer ihn ausschauen will. So, da kennt ihr ja den Fotos. Ah, das können wir sehr gerne machen. Ja, also, wenn das für euch okay ist, kann ich den Ordner teilen, natürlich jetzt im, ja, das kann ich gerne machen. Nein, also, ich bin weder bei Facebook noch bei Instagram. Also, ja, das verstehe ich schon. Google-Fotos. Ja, und wir wollen ja niemand ausschließen, weil natürlich im Interesse ist, dass die Fotos gesehen werden. Ich poste euch den Link jetzt da gleich mal in die Ding rein, da in den Chat. Und ich kann den dann, wie gesagt, ich kann dann diesen Link auch gerne, also ich werde ihn nicht auf Facebook posten, weil es offen kommunizieren will, ehrlich gesagt nicht, aber ich kann den gerne dann in den nächsten Newsletter reinschreiben, weil die Leute, die den Fotocafé-Newsletter kriegen ja die ganzen Infos und ja, dann kann man auch reinschauen. Ich finde das eh super, weil man einfach dann gegenseitig ein bisschen Fotos schauen kann, da lernt man ja auch sehr viel dabei. Gibt es zur Militärakademie soweit noch eine Frage? Am 6.9. ist der nächste Fotowalk, der ist auch schon buchbar. Den haben wir heute ausgemacht. Also, und das läuft so ab, dass wir uns um 15 Uhr circa treffen, sind dann in der Kirche, können am Turm raufgehen und haben sogar die Möglichkeit, vis-à-vis von einer Terrasse schön rüber zu fotografieren mit einem super Aussichtspunkt. Und geplant hätten wir Blaue Stunde, die ist diesmal dem Regen zum Opfer gefallen. Aber die Idee wäre so, dass wir halt bis nach Sonnenuntergang bleiben und schauen wir, wie das Wetter ist im Herbst. Aber ja, auf alle Fälle, wie gesagt, eine tolle Sache. Gut, dann werde ich jetzt meinen Lightroom aufmachen. Dann darf ich mich verabschieden. Ich sage danke. Thomas, danke, gell? Ja, ich sage danke. Es sind wirklich sehr schöne Fotos geworden mit für uns teilweise völlig neuen Perspektiven. Freue mich auf den 6. September. Und aus den Bildern und so, die du mir dann schickst, Karl, da machen wir dann einen Beitrag. Und genau, weil ich schicke dann sowieso dann noch einmal an alle aus, die beim Fotowalk dabei waren. Und den werden wir natürlich auch bei uns im Newsletter posten und es wird auch bei uns dann auf der Homepage sein. Super. Danke, Thomas, einen schönen Abend. Danke, ciao. So, ich gebe jetzt einmal meinen Bildschirm frei. Wenn ihr die Tabulator-Taste drückt, dann könnt ihr die Seitenpaneele aus- und einblenden, also Tabulator-Taste. Mhm. Das ist, finde ich, schon mal ein super Trick. Und wenn ihr jetzt mit der Maus an den rechten Rand fährt und die rechte Maustaste, dann gibt es hier die Möglichkeit automatisch ein- und ausblenden. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Maus an den Rand fahre, blendet es ein, geht zur Seite, blendet es wieder aus. Hier auf der Seite genauso. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Ich habe das immer ausgeschaltet und gehe auf manuell. Und wenn ich jetzt hier sage, Synchronisierung mit dem gegenüberliegenden Bedienfeld, dann kann ich hier sozusagen das synchronisieren, ist Geschmackssache. Ich mache das eher einzeln, aber ich mache das meistens mit der Tabulator-Taste. Was dann auch interessant ist, wenn ihr mit der rechten Maustaste zum Beispiel auf Ordner geht, könnt ihr hier gewisse Dinge aus- und einblenden. Aber aufpassen, ihr seht eh, irgendwann ist einmal nichts mehr da, gell? Dann gehe ich wieder auf alles anzeigen und kann man alles wieder einblenden. Also das ist sozusagen so die Geschichte, da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein.
Dann oben dasselbe. Und ihr seht, bei mir ist hier nur Bibliothek und Entwickeln. Das heißt, ich kann mir hier auch dann weitere Dinge einblenden. Und wie gesagt, auch mit der rechten Maustaste kann ich hier wieder, wenn ich das Web zum Beispiel brauche ich nie, das Buch brauche ich nicht. Das heißt, ich nehme da einige Sachen weg, damit ich einfach dann genügend Platz habe am Monitor, was immer ich sehen möchte. Was vielleicht auch interessant ist, wenn ihr mal drauf kommt, dass euch hier irgendwo die Werkzeugleiste fehlt, hier ist so ein kleines Pfeilchen und mit diesem Pfeilchen kann ich mir verschiedene Dinge aus- und einblenden. Also das heißt, ihr geht einfach hier rein und dann könnt ihr hier, jetzt habe ich die Farbmarkierung ausgeblendet. Und das Gemeine ist aber, dass das für jedes Modul, wenn man den Lightroom neu konfiguriert, muss man das für jedes Tool einzeln machen. Also das heißt, ich kann jetzt hier im Entwickeln-Modul, das heißt, man muss das in jedem Modul einzeln machen und das finde ich ist relativ mühsam. Also das ist so eine Fehlerquelle, wo man aufpassen muss. Dann unter Hilfe könnt ihr Lightroom-Tipps euch anzeigen lassen. Das wäre mal das eine. Und was ich ganz klasse finde, sind Tipps oder Tastaturbefehle für das Modul Bibliothek. Jetzt schaut mal, jetzt habt ihr mal alle Tastaturbefehle da. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, aha, jetzt gehe ich auf Entwickeln, was gibt es da für Tastaturbefehle, geht es hier einfach auf Hilfe und dann könnt ihr hier sozusagen das Ganze euch anschauen. Dann habt ihr hier auch Übersicht über das Maskieren. Das sind die ganz neuen Funktionen. Also, und hier noch einmal die Tastaturbefehle. Und einmal mit einmal draufklicken ist dann wieder weg. Diese Leiste hier in der Bibliothek kann man sie auch ganz leicht ausblenden. Und zwar mit dem harten Theodor. Das wäre die Symbolleiste. Also, wenn euch hier mal die Leiste fehlt, könnt ihr entweder auf Ansicht gehen, Werkzeugleiste aus- und einblenden. Das ist auch interessant, das ist ein Übersetzungsfehler. Du hast nämlich Symbolleiste und oben hast du Werkzeugleiste. Und die Filterleiste kann ich mir dann auch oben aus- und einblenden. Und das geht genauso mit der größer-kleiner Taste. Also das sind, sich einfach mal den einen oder anderen Tastenbefehl anzusehen, macht total viel Sinn. Ich kann mir hier sogar ein bisschen runtergehen. So. Ich kann hier zum Beispiel das Bedienfeld anpassen und ich könnte jetzt sagen, wenn ich sehr viel mit der Kalibrierung arbeite, dann ziehe ich mir die Kalibrierung einfach hier nach oben. Wenn ich sage, okay, das Color Grading brauche ich eigentlich fast nie, kann ich mir es hier ausblenden. Die Objektivkorrekturen sage ich vielleicht, die möchte ich auch gern weiter oben haben und HSL brauche ich nicht so oft. Das heißt, man kann sich hier wirklich eine komplett eigene Oberfläche bauen. Man muss dann neu starten und dann hätte ich hier auch die Möglichkeit, sozusagen meinen Lightroom nach eigenen Wünschen zu konfigurieren. Und sollte mir dann einmal irgendwas fehlen, kann ich einfach wieder mit der rechten Maustaste zurückgehen und sage Standardreihenfolge, gehe auf Speichern und dann ist alles wieder da. Also wenn euch da mal irgendwas fehlt, habt ihr meistens da eine Kleinigkeit aus- und eingeblendet. Wenn ihr euch die Informationen hier anzeigen möchtet, dann geht es mit der Infotaste. Also, und in der Rasteransicht geht es mit der J wie Julius-Taste. Also J wie Julius könnt ihr hier Sachen aus- und einblenden. Und um zu sehen, was ihr hier aus- und einblenden möchtet, nehmt ihr die Steuerung J-Taste. Dann kommt ihr in die Bibliotheksansichtsoptionen und könnt hier Raster- und Lupenansicht nach eigenen Wünschen konfigurieren. Das macht man normalerweise einmal, aber wenn man das vielleicht irgendwie am Anfang vergessen hat, kann man das auch im Nachhinein immer noch machen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen eigenen Filter bauen möchtet, ihr könntet zum Beispiel sagen, ich möchte alle Fotos vom Mai 22 sehen, dann kann ich hier sagen,
aktuelle Einstellung als neues Preset speichern. Geht er hier auf Mai 22 und dann kann ich das sozusagen hier dann auch jederzeit aufrufen. Ich habe mir zum Beispiel da gemacht, alle Fotos, die mit Blitz gemacht worden sind und 3 Sterne haben, also ich habe mir da so verschiedenste Dinge schon gebastelt, weil ich einfach öfters sozusagen Fotos suche für Seminare. Und wenn ich das dann nicht mehr brauche, kann ich einfach sagen, kann ich einfach das alles wieder ausschalten. Und interessanterweise, diese Filter kann ich auch hier unten abrufen. Also hier in diesem Bereich kann ich sagen, okay, ich nehme jetzt den Filter Makro. Das habe ich alles vordefiniert. Und ich muss jetzt nur in den richtigen Ordner rein, weil ich bin jetzt gerade irgendwo. Ich gehe jetzt nochmal in meinen E-Ordner. So. Ich gehe da jetzt noch einmal in den Filter. Sagen wir zum Beispiel Makro. Und jetzt seht ihr, jetzt zeigt er mir natürlich Unmengen an Bildern an. Und ich kann den Filter hier aus- und einschalten. Also das finde ich irrsinnig praktisch. Und wo ihr dann den Filter jetzt aktiviert, ob ihr das hier oben macht oder hier unten, das ist völlig egal, das ist einfach Geschmackssache. Aber aufpassen, wenn der Filter eingeschaltet ist, natürlich dann werden nicht alle Bilder gezeigt, aber jetzt sehe ich, habe mir hier gemacht 100er Makro, 180er Makro, also alle möglichen Makroobjektive, die ich so verwende. Und hat man das dann quasi hier als Filter auch abgespeichert. Also das ist, wenn man sich das irgendwie sinnvoll anlegt, ist es, finde ich, sehr, sehr praktisch und wird meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. So, jetzt schaut man das wieder aus. Einfach hier auf keine, dann sind wieder alle deaktiviert und dann ist man wieder sozusagen im normalen Modus. Was hier vielleicht auch interessant ist, ihr seht, ich habe hier schon eine Menge an Festplatten dranhängen und das heißt, auf der C-Festplatte habe ich im Google Drive ein paar Fotos drinnen, dann meine in der E-Platte, also D-Platte habe ich auch ein paar Sachen und meine Hauptfestplatte ist quasi die E-Platte, mein Medienarchiv, da sind jetzt 129.000 Bilder drinnen und dann habe ich hier noch eine Platte, die benutze ich im Moment gar nicht, die ist nur der Lightroom erkennt, dass da eine Festplatte ist und er sagt mir, du, da hast nicht mehr recht viel frei, die ist voll. Und das ist auch noch irgendeine Platte. Ja, und das ist noch meine zweite große Datenplatte. Da sagt er dann auch, okay, schau, da hast 1800 Fotos. Das heißt, ich kann durchaus mit mehreren Festplatten arbeiten, wenn mir eine Platte zu klein wird. Und ich hätte die hier dann auf der linken Seite aufgeführt. Das sind tatsächliche Ordner. Also das ist keine virtuelle Ebene. Wenn ich da jetzt mit der rechten Maustaste auf im Explorer anzeigen gehe, dann springt er mal in den Windows Explorer und in dem Fall in der Dropbox und da sind diese Bilder drinnen. Das heißt, ich kann über die rechte Maustaste hier einfach verschiedene Dinge rausfinden und ich finde, das ist echt praktisch. Denn, ich gehe jetzt mal auf meinen 22er Ordner, ich kann hier zum Beispiel einen Ordner erstellen, einen Sammlungssatz oder eine Sammlung. Also das heißt, wenn ihr mal irgendwas zum Thema Dateisystem sucht, dann ist es sehr, sehr interessant, hier nachzusehen. Es gibt da einen interessanten Befehl beim Importieren. Ich habe mir heute zum Beispiel einen Ordner angelegt mit 05, das waren die Fotos gestern vom Straflandesgericht. Und wenn ich da jetzt importieren möchte, könnte ich einfach sagen, in diesen Ordner importieren. Und dann brauche ich noch nur mal die Speicherkarte angeben und er würde mir dann quasi in diesen Ordner sozusagen die Bilder reinkopieren. Also ich finde, das ist ganz eine praktische Methode und es gibt ja mehrere Methoden, wie man sozusagen Bilder reinkopieren kann und das ist auch eine davon. Gut, so viel heute zum Thema Lightroom und vielleicht ein bisschen noch was zu den Fotowochenenden. Jetzt geht es ja bald los. Der Bernhard Brenner ist beim Narzissenfest unterwegs Ende Mai, wobei sagen wir es, das wird vermutlich nicht zustande kommen, da haben wir erst eine Anmeldung, wir wissen selber nicht genau warum. Also alle anderen sind eigentlich schon ganz, ganz gut gebucht. Und eins, was wir euch sehr, sehr empfehlen können, ich werde jetzt nur mal geschwind meinen Bildschirm wieder freigeben. Das wäre nämlich das Fotowochenende in Heiligenblut. Und das sind 2 Nächte auf der
auf der Edelweißhütte und haben von dort natürlich auch dann die Möglichkeit, auf die Franz Josef Höhe zu fahren und einmal auf alle Fälle Murmeltiere zu sehen, vielleicht auf Steinböcke, wenn es passt. Und dann sind wir 2 Tage unten in Heiligenblut und die Idee wäre so, erstes Morgenlicht am Großglockner und in Heiligenblut haben wir dann im Fleißtal das Goldgräberdorf und da ist eben der Toni, ein Schmied, der für uns die Esse anwirft und dort dann einen Nachmittag eine Führung mit uns im Goldgräberdorf macht, wo wir dann auch coole Fotos machen können. Also das finde ich ist auch eines der interessantesten, aber es sind eigentlich alle interessant, das ist jetzt schwer zu sagen. Waldviertel finde ich besonders attraktiv, da haben wir einen Termin schon ausgebucht, da gibt es noch einen zweiten Termin, die Mondblüte wird im vollen Gange sein, das ist schöne Abendlicht, wir sind auf der Schwarzalm in Zwettl, das heißt, wir haben keine sehr großen Anfahrtswege und ein sehr schöner Ausflug führt uns auch zum Höllfall und natürlich werden wir auch auf der Blockheide sein. Wann ist die Mondblüte? Die Mondblüte ist Mitte, die dauert so circa 3 Wochen und eigentlich, ich glaube, du bist beim ersten Termin angemeldet, Peter, oder? Ja, genau. Ja, da sind wir in der besten Zeit. Und super. Da haben wir vielleicht auch, wenn wir Glück haben, noch Lavendel. Ja, toll. Weil der Gernot, der mir dabei hilft, der mein Co-Trainer ist, eher in der Sendung, wenn du vielleicht einmal ganz kurz auch, Gernot, dich einbringst. Ja. Weil du wohnst ja im Waldviertel, wie wir wissen. Du bist sozusagen ein Insider. Wir hätten ja heuer, glaube ich, auch die Ding geplant, Lavendel, wenn es passt, gell? Ja, genau. Also, es gibt bei St. Leonhard, das ist in der Nähe von Horn, gibt es ein ganz tolles Lavendelfeld, was, wenn man es mit der Provence vergleicht, natürlich nicht recht groß ist, aber man kann dort irrsinnig viel fotografieren, es geht über einen schönen Hügel drüber. Also wenn man es aus der richtigen Perspektive fotografiert, glaubt man, das geht bis zum Horizont etwas weiter. Und wenn die Blüte so ist wie im Vorjahr, dann geht sich das wunderbar aus, dass man da auch fotografieren kann. Und wir hätten auch geplant, das haben wir gerade an der Arbeiten, dass wir das Stift Zwettl besuchen, die Bibliothek, da werden wir mal Sondergenehmigung ansuchen. Und die Schwarzalm, wo wir untergebracht sind, ist eines der schönsten Hotels, finde ich. Und wenn das Wetter passt, natürlich werden wir auch in der Nacht ausrücken und einmal Sterne fotografieren. Also dort gibt es jedes volle Programm, weil dann auf der einen Seite den Höllfall mit Langzeitbelichtung. Wir werden je nach Wetter einen oder sogar 2 Abende bei den Mondfeldern verbringen, weil einfach dieses Gegenlicht, das ist unbockbar schön und das ist auch nicht weit weg vom Hotel, da fahren wir 20 Minuten. Also das heißt, das ist, finde ich, ganz, ganz tolle Sache. Und das machen wir auch bei dem ersten Termin? Selbstverständlich. Ja. Nein, weil es ist jetzt einfach so, weil so eine große Nachfrage ist, dass man, weil das Programm ist ident. Okay. Weil man sagen muss, Lavendelblüte ist tendenziell der erste Termin sogar besser. Ja. Aber man kann es natürlich nicht genau sagen, wobei interessanterweise die Bauern bauen den Mond dort so an, dass er möglichst lange blüht, dass die Touristen lange Zeit kommen können. Also der wird zeitversetzt angebaut, haben wir sagen lassen. Ja, also irgendein Feld findet man ja meistens, was nur in Blüte ist. Bitte? Irgendein Feld findet man meistens, das nur in Blüte ist. Ja, weil es dauert ja, glaube ich, 4 Wochen, gell? Ja. Das heißt, ein schönes Makroobjektiv ist sehr gefragt. Genau, also wir brauchen auf alle Fälle ein Makroobjektiv, lange Brennweiten auch zum Freistellen. Ja, also das ist und wie geht es nochmal zurück zu dem Anbild? Das ist, also diese Motive werden wir zuhauf haben. Also wenn das Wetter einigermaßen passt, weil wir sind dann in der Früh draußen, wir sind am Abend draußen, also das ist einfach wirklich richtig schön, da kann man sich einmal reinsetzen, 2 Stunden und nur Blüten fotografieren aus alle Blickwinkel. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und es gibt heuer seit längerer Zeit wieder mal ein Fotowochenende Wien, nachdem das jetzt irgendwie aus Termingründen, ja, und aus bekannten Gründen in den letzten 2 Jahren nicht stattgefunden hat. Und da wird heuer sozusagen ein Highlight das andere jagen. Wir beginnen am Mittwoch mit den Farbspektakeln und werden also auf der Donauinsel fotografieren, da wird die Elke mit dabei sein. Am Donnerstag geht es dann
in die Kapuzinergruft und am Freitag ins Straflandesgericht. Wir werden einmal vormittags am Brunnenmarkt sein, ein paar Drehshooting bei der Strudelhofstiege machen und am Samstag wird der Robert Lösch im Rahmen des Fotowochenendes Wien einen Architekturworkshop machen und dann werden wir wahrscheinlich auf der WU sein. Das heißt, es wird dermal so eine Kombination sein aus wirklich hochinteressanten Fotothemen plus Workshop. Aber wie gesagt, sehr, sehr spannendes Programm und mit Locations, wo man nicht so leicht reinkommt. Wir waren gestern erst im Straflandesgericht. Da gibt es ja die Hinrichtungsstätte und auch der große Gerichtssaal, der umgebaut wird, also so in dieser Form eigentlich nur mehr heuer und nächstes Jahr zu sehen ist. Und die Kapuzinergruft wird ab 18 Uhr für uns geöffnet sein. Das heißt, außerhalb der regulären Öffnungszeit. Wir haben dann circa 3 Stunden Zeit, um dort zu fotografieren. Ja, und das Porträtshooting werden wir mit der Sarah oder mit einem anderen Model machen. Und eben im Ambiente der Strudelhofstiege, so Jugendstil, das wird sicher auch eines der absoluten Highlights werden. Und ganz besonders freut mich, dass es wieder nach Südtirol geht. Wir sind heuer sehr spät dran, also Ende Oktober, das heißt, wir haben vielleicht schon die brennenden Lerchen. Mit dabei sein wird die Karin Piccinini, das ist eine Wanderführerin, eine Ladinerin, die uns auf ganz besondere Plätze bringen wird. Und es wird möglich sein, dass wir vielleicht einen Tag früher anreisen und dann auch auf der Dreizinnenhütte, auf der Aurönzo-Hütte übernachten. Aber das würden wir jetzt einfach nur offen lassen, je nach Wetter. Und wer dann möchte, könnte schon einen Tag früher kommen. Wir würden eine Nacht auf der Aurönzo-Hütte verbringen, um die Dreizinnen wandern und am Mittwoch geht es dann los mit dem Hauptprogramm. Und da sind wir natürlich in der Nähe von Alta Badia in Colfosco und haben hier eben die Möglichkeit, nach Villeneuve, zum Kirchlein von Villeneuve zu fahren, im Hintergrund die Geißlerspitzen. Dann werden wir natürlich ins Mühlental in Lungerü fahren, das ist so ladinische, ganz ureigenstes ladinisches Gebiet. Und wir werden auch am Sonntag am Praxer Wildsee sein, also der, den ihr vielleicht kennt von dieser Fernsehserie mit Terence Hill und mit Bud Spencer. Also ein sehr, sehr interessantes und vielfältiges Programm. Und Südtirol ist einfach immer eine Reise wert, aber im Herbst eben hoffen wir dann Lerchenverfärbung ganz, ganz besonders. Der Bernhard wollte heute eigentlich auch dabei sein, der ist leider verhindert. Er hat mir jetzt aber ein paar ganz tolle Fotos geschickt von der Narzissenblüte und der kennt sich also im Salzkammergut wirklich richtig gut aus und war dort schon einige Male auch mit Gruppen unterwegs und hat da sozusagen auch wirklich sehr, sehr viele tolle Plätze gefunden, weil der kennt in Hallstatt auch jeden Platz, wo man Sonnenaufgang, Sonnenuntergang fotografieren kann, wann ist das beste Licht drinnen. Und sollte das heuer nicht zustande kommen, dann gibt es nächstes Jahr wieder. Vielleicht werden wir auch noch einen Herbsttermin probieren. Ja, Großer See, voriges Jahr haben sie auch bei bestem Licht bekommen. Und der Bernhard macht bei uns auch noch die Kinderfotowoche, die ist das vom 18. bis zum 22.07. Und da waren die Ziesel so eines der absoluten Highlights. Also die Kids machen dann eine Reportage. Voriges Jahr waren sie zum Beispiel im Stephansdom und haben dort die Steinmetze befragt, eine Domführerin. Ich weiß das Thema von heute noch nicht, aber die Kinder machen dann tatsächlich einen Artikel und der wurde im Fotoobjektiv publiziert. Also das heißt, jedes Kind ist dann dabei. Wir schauen, dass von jedem Fotos reinkommen. Also wenn ihr Enkelkinder habt oder in der Bekanntschaft Kinder, die sich fürs Fotografieren interessieren, sind die da bestens aufgehoben. Und das Interessante ist, also die Tochter einer Freundin von mir, die hat bei uns die Kinderfotoakademie gemacht und hat mit Bravour heuer die Aufnahmeprüfung auf der Grafischen bestanden, was mich schon natürlich sehr, sehr freut. Und da kommt natürlich der Spaß auch nicht zu kurz bei diesen Sachen. Dann, wer möchte, kann mit Bernhard nach Ladakh fahren im September. Eine tolle Reise. Ihr findet die Sachen normalerweise auch bei uns auf der Homepage. Und Albanien ist auch so ein Thema von Bernhard. Ich werde euch dann auch diese Präsentation wieder
in die Goodiebox reinspielen und ihr habt vielleicht eh die Ding noch, die, den Link, aber sonst schicke ich euch den morgen auch noch einmal über die über den Newsletter aus. Und da setzt dann auch nochmal die ganzen Termine, aber das habe ich jetzt eh schon erzählt. Jetzt werde ich mal die Teilung meines Bildschirms beenden. Der Oliver wird heute leider nicht mehr da sein, das macht aber nichts. Am 8.6. ist jetzt das letzte Fotocafé vor der Sommerpause. Und dann werden wir wahrscheinlich bis Ende September Sommerpause machen und dann uns wieder im regelmäßigen Rhythmus melden. Es gibt vielleicht nur ein paar interessante Sachen, und zwar, es gibt ein Canon Academy Treffen am 1. Juni. Das ist noch nicht online, wird aber in den nächsten Tagen online gehen. Da geht es einmal um das Thema Canon EOS R5 und R6. Also Autofocus Deep Insight ist so das Thema. Und dann wird der Bernhard einen Vortrag über Reisefotografie halten. Dauert 2x45 Minuten. Und dann ist hauptsächlich gemütliches Beisammensein angesagt im CG-Shop. Und dann gibt es noch einen Fine Art Printing Day. Und wir haben noch eine ganz junge Trainerin, die Claudia Gollop, die wird am 8.6. auch Gast im Fotocafé sein. Die haben nämlich zwei Workshops, einmal zum Thema Paar-Shooting und Familien-Shooting. Die Termine gibt es auch schon auf der Homepage, könnt ihr mal schauen. Also ganz eine Bereicherung. Also ihr seht eh, in der Fotoschule tut sich immer sehr, sehr viel. Und ich bemühe mich immer sehr, dass wir neue, junge Leute kriegen und am Programm herumschrauben. Ja, das ist, wie gesagt, immer sehr aufwendig, aber sehr, sehr interessant und sehr ja, erfüllend, wenn ihr da merkt, dass das gut angenommen wird und das passt. Fein. Dann wäre mal der offizielle Teil für heute beendet. Ich sage einmal herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Ich werde dann einmal die Aufzeichnung stoppen und lasse dann das Fotocafé noch 5 Minuten offen, wenn wer tratschen möchte oder sowas, dann können wir das gerne noch machen. Ja.